Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen heute die Sphäre Garten der unendlichen Säulen. Eine von tausenden gewaltigen Säulen beherrscht ein reicher Palast, in dem einst Mächtige und Unsterbliche wandelten. Von allem Stolz und Reichtum der Stadt der Saphire sind nur noch traurige Überreste geblieben. Belohnungen sind 40 Urgesteine, 35.000 Mora, 5 Dendrosiegel und ein paar andere Dinge. Das Ganze dient auch als Teleportationspunkt, das heißt, die Sphäre kann man einmalig leider nur machen, um die Belohnungen zu bekommen, aber danach kann man sich hier immer noch hin teleportieren und zumindest davon profitieren. Nach dem Untergang des auf Sand gebauten Königreichs verschwanden im Handumdrehen auch sehr viele Stadtstaaten wie Sterne mit einer kleinen Explosion vom Nachthimmel. Die Gärten der Stadt der Saphire konnten jedoch durch den weißen Baum und den Fluss der Elemente bestehen bleiben und so zum Paradies der Pilze werden. Ah, da freuen wir uns, dass es hier ein Paradies der Pilze gibt. Wer kämpft nicht gerne gegen Pilzbestien? Ihr nicht? Was stimmt denn mit euch nicht? Wieso kämpft ihr nicht gerne gegen Pilzbestien? Okay. War nur ein Scherz übrigens. Ich denke, mit euch stimmt alles. Ihr seid absolut perfekt. So. Berühren. No. Hä? What? Ich verstehe nicht, was passiert ist. Ich war halt drauf. Ich war halt sowas von drauf. Oh, das war eins zu weit, hoppla. Schafft man auch easy. Oh, oder auch nicht. Oh, hier ist noch eins, lol. Hier ist dicht. Berühren. Das sind nicht so Schwebeplattformen. Oh. Ich wollte schon sagen. I want to schweb. Follow the wind. Oh! Nein. Wie kann man da so inkompetent sein? Ist das hier schon die Abschluss-Challenge? Unmöglich. Da waren auch noch so viele Wege und Pfade, die noch nicht geöffnet waren. Warte mal. Da kann was nicht stimmen. Nie im Leben, was? Automatisch verlassen in 120 Sekunden? No! Das kann doch nicht sein. Was ist denn dann mit diesen ganzen Dingern hier? Mit diesen ganzen Toren? Weil zugegebenermaßen ist dahinter tatsächlich nichts. Das heißt, die haben einfach eine Sphäre recycelt? Hier ist auch nichts dahinter. Da verstehe ich aber nicht, warum hat man die nicht weggemacht? Wie faul sind die denn? Na gut, hier. Aber das kommt mir so bekannt vor. Es gibt eine Sphäre, die ist genauso. Das ist eine der Sphären, die in 3.0 released wurden, sieht genauso aus.
Und hier haben sie halt einfach diese ganzen Portale, die man in dieser anderen Sphäre gebraucht hat, zugemacht. Ja, wie faul sind die denn? Sieht doch mega kacke aus. Das denkt halt jeder normale Mensch. Ja, du hast was vergessen. Dabei gibt's hier wirklich nicht mehr. Aber das ist schon echt faul. Das ist richtig faul. Was hätte ich die Sphäre gemacht? Naja. Dann halt nicht, ne? Danke euch auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.